gentlemen. We are now crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Ja, hallo und willkommen zu unserer neuen The Forest-Serie oder die neue alte Serie. Denn in Kürze kommt der Nachfolgetitel von The Forest raus. Sons of the Forest, erstmal im Early Access. Und ja, das ist eine gute Gelegenheit, nochmal hier unser Wissen aufzufrischen, wie das Ursprungsspiel denn hier war. Dieses kleine Super-Gem von Survival-Spiel, The Forest. Und ja, nochmal fix durchzuspielen, bevor wir dann hoffentlich dann demnächst in den zweiten Teil uns vergnügen können. So. Ja, ist ein normaler Schwierigkeitsgrad und den schauen wir mal. Wir müssen also, hier wie man im Intro gerade gesehen hat, müssen wir also dafür sorgen, dass wir unseren was ist denn das, Stiefsohn oder sowas da zurückkriegen, da, den Timmy. Und den aus den Händen dieser komischen Duterichse befreien, die uns da gerade angegriffen haben oder den geklaut haben. Wieso fliegen hier uns ein Koffer entgegen? Ist ja irgendein Zombie oder sowas, oder Knebale oder sowas, der uns hier Köfferchen entgegenschmeißt? Ziemlich unverfroren, ja. So, erstmal hier so erstmal wieder Grundressourcen rankriegen. Wie üblich in so Spielchen. Stöckchen und Steinchen und hast du nicht gesehen. Und dann erstmal gucken, wo wir überhaupt gelandet sind. Direkt neben dem Kannibalendorf, wie es aussieht. Ich sehe Hütten. Hey, ich habe einen Tennisball gefunden. Lass uns Tennis spielen gehen hier. Huhu. Ist das schon das große Hauptdorf mit dem, wo direkt in den Keller geht, wenn man da zeitlich gesegnet? Das könnte echt schon das Dorf sein. Ich glaube, das ist das direkt. Alright. So nah bin ich aber noch nie an dem Dorf gespawnt. Na, interessant. Hier gibt es ein paar nette Sachen so abzuholen. Warum auch nicht? Da brauchen wir uns auch gar nicht erstmal umbringen, so lassen oder erstmal zu verrecken oder so, um die Höhle reinzukommen. Ganz fix, da können wir da ganz fix mal eben runterklettern. Kompass und Karte und sowas da abkassieren. Ja, das ist das Dorf. Hammerhart. Das wollte ich eigentlich erstmal ein bisschen gemieden haben. Ah, war nur eine Eidechse. Das war nur eine Eidechse. Ein Lizard. So, aber an dem Kram bin ich interessiert. Hier ein paar Seilchen. Und hier müsste es eigentlich auch... Hier oben im Dorf muss es eigentlich Sprengstoff geben. Ja, nice. So. So fängt man normalerweise eigentlich nicht an. Normalerweise kommt man aus dem Flugzeug raus, öffnet die Köfferchen und dann guckt man erstmal, dass man sich so ein provisorisches Camp errichtet. Ja, aber wenn wir schon direkt hier sind, kann ich ja auch nichts dafür. Ich habe mich nicht hier abgeschmissen. Da haben wir Dynamit. Sweet. Dynamit ist gut. Dynamit ist sehr, sehr gut. Und ich glaube, hier müssten eigentlich ein paar Superpfeile drin sein. Oder Flares. Hier sind Flares drin. Wir haben aber noch keine Flare Gun. Also bringt uns das noch nicht wirklich was. Hier müssten Electronics drin sein. Ja, Electronics. Ja, Bomben können wir auch später bauen. Dafür sind die Electronics gut momentan. Haben wir noch nichts mit dem großartig am Hut. Erstmal alles einsammeln hier. So, wir haben wieder einen Passagier gefunden. So, unsere zweite Aufgabe, die ganzen Passagiere zu finden. Hier hat jemand ordentlich Tennis gespielt. Lass mal alle Tennisbälle hier aufheben, ja. Wie viel kommen denn da raus? Das scheint es gewesen zu sein. Irgendwo gibt es auch noch einen Tennisschläger, den man als Waffe benutzen kann. Irgendwo ganz, 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 ganz tief im Höhlensystem.
Und hier haben wir so einen Höhleneingang. Hier wird man hin verschleppt, wenn man gestorben ist oder kurz, quasi zum ersten Mal mehr oder weniger halb abgenibbelt ist. Ja, wenn man dann, ja, da kann man sich hier nochmal draus befreien, kriegt man quasi eine Second Chance. Und wenn man dann 2, 3 Tage dann überlebt, ohne wieder hier reingeschliffen zu werden, dann überlebt man auch, dann überlebt man auch, fertig aus, so ist das. Wenn es dann einen nochmal erwischt, dann ist man hinüber. Ist man hinüber, ist man down, down. Tot. Toter ich als tot. Hier ist noch jemand am rumgammeln. Gommeln, dümmeln, whatever. Hier gibt es aber eine Spraydose. Die ist ganz nice. Eine unserer ersten Waffen. Effektiven Feuerwaffen, sagen wir mal so. Flammenwerfer. Na, ist doch ziemlich dunkel hier. Ich habe noch schon Feuerzeug aufgehoben. Ich glaube, wir haben schon Feuerzeug aufgehoben. Lass mal Licht machen hier. Das ist natürlich noch nicht so pralle, als wenn wir hier vernünftige Lichtquellen hätten. Noch Schädel mitnehmen. Und hier müsste sofort auch ein Kompass kommen. Was ist das hier nochmal? Da ist die Karte. Sweet. Dann macht die Karte mal weg. Und hier haben wir einen Kompass. Sweet. Und was haben wir hier? A jealous God punishes a parent's fault on their children. Okay. Whatever, wenn du das sagst, was haben wir da noch? Medizin, alright. Ein paar Münzen. Die Münzen sind noch ganz wichtig, wenn man sich später, Bomben und sowas bauen will. Alright, haben wir erstmal das Wichtigste abgeholt. Das ist ein riesen Höhlensystem hier, falls du das Spiel noch nicht kennst. Aber das ist wesentlich zu früh, sich jetzt damit zu beschäftigen. Wir sollten erstmal runter Richtung Strand, wo denn Schildkröten rumlaufen, damit wir uns langfristig einen Wassersammler bauen können. Das ist ziemlich wichtig am Anfang. Kochpot ist wichtig und Wassersammler und so, damit die Nahrungsversorgung steht. Der Rest, den kriegen wir so einigermaßen, kriegen wir schon hin, wenn wir entsprechende Sachen finden. Außerdem müssen wir mal eben ein Bad nehmen, wir sind mich total mit Blut verschmiert und hast du nicht gesehen. Das Zeugs, das krustet schon, ey. Das juckt so richtig in den Wunden. Da bahnt sich eine Infektion an. Nicht, dass wir noch Kommunist werden hier, wenn wir zu lange die Infektion da drauf lassen. Oder LGBTQ. Nee, warte mal, das kommt alles nicht durch die Infektion. Das kommt, wenn du Gehirn kaputt hast. Nee, Corona. Genau, Corona kriegt man dadurch, so einen Scheiß. So, Stöckchen und so was einsammeln und dann müssen wir mal gucken, wo wir unser Lager bauen. Hier oben direkt. Normalerweise baue ich ja immer erstmal so ein Provisorium um der Zug, Zugflugslachs drumherum. Ja, Flugzeugfrack drumherum. Aber so nah an dem kannibalen Hauptdorf, nee. Nee, das ist eins deren Haupthüttenhäuser Reiche. Da muss ich jetzt nicht wirklich mich niederlassen. Das geht nach hinten los. Dann haben wir ganz fix, haben wir da Supermutanten rumrennen und dann stehen wir da. Und dann liegen wir da. Und dann steht da Game Over. So, mal ein Stückchen trinken hier. Unsere Blase hier, Wasserblase, anzeigen. Ist ja schon am Leuchten wie sonst was. Und lass mal ein bisschen was zusammenrödeln. Was haben wir denn hier? Was können wir denn bauen? Schwacher Speer. Fangen wir mit dem schwachen Speer an. So, haben wir schon mal einen schwachen Speer. Was kannst du uns noch bauen? Pfeile haben wir nicht genug Federn für. Eine handgemachte Keule. Ja, hier, nimmst einen Schädel dabei, hast eine Keule, fertig aus. Was gibt es noch? Schneeschuhe? So schnell müssen wir noch nicht ins Schneegebiet, aber gib mal her. 2, 3, 4, 5, 1, 2, zack, Schneeschuhe, fertig. So, was hast du noch für uns? Eine handgemachte Axt, dann brauchen wir noch ein Seil dazu. Steine haben wir noch, Seil haben wir nicht mehr. Dann nehmen wir Stofffetzen und machen daraus ein Seil. Guck mal, so, Stein dazu, Stock dazu, zack, fertig, handgemachte Axt. Wunderbar, deine Geschwindigkeit ist super low, dein Schaden ist relativ gut, Blockschaden ist super. Dein Schaden ist höher als hier von der Flugzeugaxt. Ich nehme zum Bäumefällen die gute Caroline und die handgemachte Axt zum Zombie-Schlagen. Oder nehmen wir dich zum Zombie-Schlagen. Ich nehme dich zum Zombie-Schlagen. Okay, wunderbar, so. Kombinieren und ich hätte dich gern auf der 2 und ich hätte dich gerne auf erstmal auf der 4, damit ich die hier auf die 1 legen kann. So. Ja. 2
und 4. 3 ist momentan noch, glaube ich, mit Futter oder sowas belegt. Da müssen wir mal gucken, ob wir da später den Bogen draufpacken oder sowas. Beziehungsweise den Speer auf 3 packen und einen Bogen auf 4. Wenn wir denn einen Bogen haben. Da ist ein Rehkitt. Ja, schon weggerannt. Bin ich schon weggerannt. Nehmen wir mal, wir müssen runter zum Strand. Denn früh morgens oder in den Morgenstunden rennen da immer Schildkröten aus dem Wasser. Die erlösen wir von ihrem Schicksal und von ihrem Panzer. Und das Fleisch gönnen wir uns dann für auf den Grill zu packen später. Oh ja, wo wir dann gerade am Strand dann da unten sind, dann könnten wir auch eigentlich direkt da unten ein Bötchen oder ein Flößchen zusammenbrutzeln, um zum Boot rüber zu schippern. So, ja. Weil man kann auch rüber schwimmen. Haben wir uns eigentlich gewaschen? Wir haben uns gewaschen. Aber, im Wasser sind Sachen drin, ne? Die leben und die Sachen, die da leben, die nennen sich Haie und die Haie, die knabbern gerne an frischen Bretrackschenkeln und nee. Da bin ich nicht so für zu haben. So, willkommen am Strand. So, hier liegen ein paar Haikadaver rum. Hier gibt es auch schon die ersten Sachen zu entdecken. Wie verloren gegangene Stimmen und sowas. Hier haben wir Kassette und ein Bildchen. Und dem Schiff. Okay, schön. Toll. Yay. Das Schiff hätte ich auch so entdeckt. Ohne das Bildchen. Sogar ein wenig besser ohne Bildchen zu entdecken als mit. So. Und hier an der Wurzel orientiere ich mich immer. Da kommen immer die Schildkröten aus dem Wasser raus. Eigentlich immer, also so in den Morgenstunden oder so. Alex muss mal aufpassen, da von Hai aus gesehen Richtung darüber zu dem Baumecke, da patrouillieren schon mal ganz gerne die Kannibalen. So, das gibt lecker Fleisch und das Ding hier ist wichtig, damit wir, nicht der Kopf, der Schildkrötenpanzer, damit da Regen gesammelt werden kann. So. Ich kann zwar noch ein bisschen Fleisch transportieren, aber nicht mehr von diesen Schildern. Da kann man immer nur eins von tragen. Also wir müssen mehrmals hier hin. So, jetzt machen wir das mal, was wir eigentlich machen sollten. Wir sollen mich erstmal eine provisorische Unterkunft und sowas errichten. Hier wird einem beigebracht, wie man mal zusammenbrutzelt. Da können wir ein bisschen drüber skippen. Nee, warte mal, wir können direkt nach zum Anfang jetzt skippen. So. Ja, wir fangen an mit einem... Einfache Feuer geht kaputt. Ziemlich schnell sogar. Dann machen wir hier ein reguläres Lagerfeuer. Komm, zack, auf, zack, dahingesetzt. Wir brauchen noch ein paar Steinchen. Alright. Die liegen doch hier bestimmt irgendwo rum. Wie da zum Bleistift. Und wo wir gerade dabei sind, können wir auch direkt hier ein paar andere Sachen hier schon mal hinstellen. Für 0815 Standard einen Tag Unterkunft hier. Ja, so ist gut. Zack, dahin, das muss nichts Besonderes sein. So weit, so gut. Hier haben wir den Wassersammler. Den brauchen wir halt. Zack. So, da geht der Panzer jetzt rein und lass uns direkt einen neuen Panzer hier nehmen. Dass ich jedes Mal den blöden Kopf aufhebe. Geh weg da mit dem Kopf. So. Weiter geht's. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal Trockengestell. Trockengestell wäre auch noch ganz nice für so einen provisorischen Unterkunft. Das ist so das, weil man so mindestens alles stehen haben sollte. So. Ich möchte aber jetzt gerne noch ein Floß haben. Wo haben wir denn das Floß hier? Gibt jede Menge hier zu bauen. Ja. Das kleine Floß. Das brauchen wir, um zu dem Schiff darüber zu kommen. Und zack. Alright. Dann brauchen wir 4 Seilchen für, jede Menge Stöckchen und Baumstämme. Und Stöckchen brauchen wir auch hierfür und wir brauchen jede Menge Stöckchen. Alright, wir haben noch Dynamit aufgehoben in dem Dorf, ne? Ja, dann lass uns mal Baum fällen auf die super, super, super tolle Art. So, hier machen wir erstmal hier. Mach die Dynamitstange an. So, ran an den Baum, bis da das C-Symbol kommt. C drücken, Beine in der Hand nehmen. Und Baum fällen Deluxe. Das sollten ein paar Baumstämme sein. Ja, bin mal gespannt. Bestimmt sind die Inselbewohner jetzt auch was aufmerksam geworden. Könnte ich den Busch hier mal wegmachen? Hier. Will nicht. Ein Geisterbusch. So. Damit wir in einem Regensammler natürlich Regen drin haben oder Regenwasser drin haben,
müssen wir, also viel zu viel gefressen hier, müssen wir natürlich warten, bis es geregnet hat. Und jetzt haben wir Abenddämmerung. Lass uns die Zeit mal nutzen, um mal eben hier so um die Kurve, hier über den Hang da zu gehen. Denn da ist so ein Mini-Mini-Mini-Zeltanlage und Kochtopf steht. Und den Kochtopf können wir nehmen, um direkt Meerwasser zu schöpfen. Und das können wir dann wiederum aufs Lagerfeuerchen packen und abkochen. Und dann haben wir schön ein leckeres Trinkwasser. Ja. Ist ein kleines Stückchen zu rennen, aber macht nichts. Wo wir uns tatsächlich niederlassen, weiß ich noch nicht. Am liebsten sowas mit so einem kleinen See da dran. Ne? Hier wäre eigentlich schon ganz gut, weil die auch Waschbären sowas rumrennen. Denen man die Haut abziehen kann, Fell über die Ohren ziehen kann. Allerdings patrouillieren hier auch relativ viele Kannibalen rum. Aber so einen See hätte ich schon gerne. So auf unserem Basisstück, wo wir uns dann niederlassen. Uns absichern. Guck hier, Kochpott. Und ein bisschen Kleber. Und auch in solchen Zelten könnten wir auch übernachten. So, alles nur, damit wir den kleinen Scheißer da aus der Höhle da oder von den Kannibalen wieder befreien können, den guten Tommy, ey. Ich glaube, dann können wir jetzt noch ein paar Köfferchen öffnen und dann geht's ab hier Matratzenhorchdienst, ne? Ab in die Federn und geschlafen, damit wir schön morgen wieder weiter am Morgengrauen daran arbeiten können, Max aus den Fängen der Kannibalen zu befreien. Denn das hat natürlich Priorität, das dürfen wir nicht zu lange auf uns warten lassen. Wir können da nicht Milli-Vanilli reinrennen, das funktioniert nicht. Die machen uns fertig. Das ist schon eine harte Nummer, zu dem hinzukommen. Aber dann außer Augen verlieren sollen wir dann auch nicht. Dann noch ein Tennisball. Ich brauche keinen Tennisball. So. Gut. Hier am Lagerfeuer. Guck mal, wir crouchen mal ein bisschen was zusammen. Dann haben wir es schön gemütlich hier. Und dann lass uns mal gucken, ob wir nicht noch irgendwas zusammenwurzeln können. Wir müssen auf jeden Fall... Wir brauchen mehr Leinen. Gib mir mal ein, dass wir aber Leinen hier haben können. Hier brauchen wir mindestens, damit wir da das Floß zusammenbauen können. Das ist Nummer 1. Dann nehmen wir weg. 2. Nummer 3. Nummer 9. Und gut ist. Kriegst du noch mehr? Ich glaube, mehr als hier darf man sowieso nicht tragen, oder? Damn, blöde Schildkröte, hast du mich jetzt erschreckt? Kommst du da mitten aus dem blöden Blauplan raus, weil... das ist doch gemein. So, weißt du was? Das ist teuer. Das kommt dir teuer zu stehen, kommt dir das. So, normalerweise müssten wir doch jetzt auch hier ein bisschen was aufhängen können an Fleisch. Dann ist das schön durchgedörrt und dann können wir das schön wimmeln morgen früh. So, Zeit in die Kuh jetzt zu gehen, Matratzenhorchdienst, wie gesagt. Und hoffen, dass kein Kannibale vorbeikommt. Ansonsten wachen wir wieder mitten in der Nacht auf. So, das ging gut. So, und am frühen Morgen, jedes Mal, wenn man gepennt hat, hat man danach wieder, wenn man aufsteht, hat man wieder Hunger. Und Durst. Deshalb, ist das schon fertig? Mal gucken. Frisch, nee, ist noch hoch. Das ist noch hoch, das ist noch nicht abgehangen. Da muss noch ein bisschen länger hängen. Na gut, dann müssen wir uns mal hier so eine Dose Soda reinpfeifen und ein Snackchen hier. Und noch ein Snack. So, da liegen ja noch ein paar Kisten am Strand rum. Da kommen wir schon dran. Gut, dann lass uns mal daran weiter bauen. Ich glaube, da müsste noch ein bisschen Holz da oben liegen, ne? Haben noch nicht alle Baumstämme da weggeholt. Ja, ein paar liegen ja noch. Steine können wir schon nicht mehr tragen. Stöckchen brauchen wir aber noch. So, immer wieder schön auffrischen hier. Das Materiallager. Und zum Rucksack. Wer weiß, wofür gut ist. Wir müssen ja auch noch einen Bogen bauen. Und wir müssen noch
Und auch wir müssen noch so viel bauen. Stöckchen können wir schon gar nicht mehr tragen. Gut, dann hau doch auch nicht mehr weiter auf den Büschen da rum. Zack, zack. Ja. Ein paar Bäumstämmchen fehlen noch. Und dann können wir schön mit dem Floß rumduckeln. Dockeln. Rödeln. Paddeln. Bin ich gerade gestolpert oder war da gerade ein Kannibale? I don't know. Lass mir ein paar Kräuter hier mitnehmen, ja. So, fertig ist er. Tweet, 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 auch da drauf. Ran an die Pinne und los geht's. Row, row, row your boat. Ja, ist ja nun wirklich nicht weit bis zu dem Boot hier rüber, ne? Aber, mal gucken, ob wir jetzt einen sehen oder so. Hier kreisen eigentlich immer Haie drumherum um das Boot. Gucken, zeig mir deine Haifischflosse aus dem Wasser da, deine Pinne da hinten drauf da. Dein Wellentraker. Wither. I don't know. Dum, 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 dum. Ah, nee, der muss der Hai machen. Wir dürfen das gar nicht machen. Dum, dum kommt vom Hai, nicht von uns. Ansonsten, hier ist auch eine schöne kleine Insel. Aber ich glaube, die ist zu klein, um sich da vernünftig drauf niederzulassen, wa? Ein hoher Wellengang immer. Nee, jetzt ist die See noch relativ ruhig, aber bei richtig, richtig krassem Sturmwetter. Dann hast du hier immer nassen Böppes. Und nassen Böppes musst du auch nicht haben beim Überlebensspielchen, ne? Wenn der Arsch immer nass ist. Da hast du ratzfatz eine Erkältung, Intus. Einmal übersetzen. Zack. So. Eigentlich gab es hier drauf mal eine Holzverlagsnur, aber die ist mittlerweile ganz woanders. Ja, das Spiel hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Naja. Ja, super. Ein Yachtmagazin. Super. Ich bin kein Millionär. Ich kann mir eh keine Yacht leisten. Also interessiert mich nicht. Aber die Leine hier kann ich gerne mitnehmen. Und das Seil hier kann ich gerne mitnehmen. Und die Schnur kann ich gerne mitnehmen. Und da ist der Hai. Ups. Ja, da schwimmt er. An meiner Fingerspitze da vorne. Ja, genau da, genau da. Ja, da ist er, da ist er. Siehst du, deshalb bin ich hier nicht geschwommen. Der Heide denkt sich dann, ach, der Britrax, ja, mit dem ist gut essen, ist der. Und dann, nee. Mach ja nicht jeden Scheiß mit. So, theoretisch kann man auch hier drauf mal knacken und speichern, hast du nicht gesehen. Geht auch wunderbar. Hier haben wir noch ein paar leere Sauerstoffflaschen. In dem Fall kriegen wir auch ein Scuba-Gear, da können wir die gut für benutzen. Okay, hier haben wir eine Feministin abgebildet. Mal gucken, ob hoffentlich treffen wir so eine nicht im Wild draußen am Rumrennen. Oh, wir können keinen Boost mehr mitnehmen. Warte mal, wir können keine Boost-Zeugs mehr mitnehmen. Das geht's aber nicht. Guck mal, da mache ich da Mollys raus und dann kann ich wieder welche mitnehmen. Gib mir hier alles. Ja, das. Okay, wir haben keinen Stoff mehr. Gut, jetzt darf ich wieder aufheben, ne? Siehste. Das Ding ist noch verschlossen. Da gibt's auch noch ein Geheimnis. Okay, was ist denn da, ein Teddy oder sowas auf dem Schiff? Keine Ahnung. Und das ist ein Chist-Puzzle. Okay, das hätte ich aber gerne. Und die Bratpfanne hätte ich auch gerne. Die Bratpfanne gehört immer noch super zum Kochen benutzen, wa? Schöne Schildkröten klein schnibbeln. Streifen, dann machen wir da Geschnetzeltes raus.
Aber die Option haben wir leider nicht. So. Ja, Notunterkunft haben wir jetzt hier mehr oder weniger. Da kann das mal so bleiben. Guck mal, wie viele Stückrücken hier noch sind. Nee, lecker, 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 lecker. Mal gucken. Wir haben noch einen Ersatzpanzer dabei. Wunderprächtig, wunderschön. Stoff fehlt uns jetzt wieder ein wenig. Aber das ist kein Problem. Hier sind ja noch ein paar Kisten. Dann lass uns jetzt mal auf die Socken machen und gucken, ob wir uns nicht irgendwo niederlassen können. Am besten so schön mit dem See da dran. Und mal gucken, ob wir nicht mal die ersten Einheimischen hier antreffen. Also nicht direkt so eine Küste und so was. Weil hier bei so einem See hat man halt den Vorteil, ne, wir können das Süßwasser hier rausholen und abkochen. Und hier gibt es lecker Fisch drin. Ne? Guck hier, lecker, lecker. Ja, der Platz könnte mir gefallen. Könnte der mir. Ist hier nicht auch noch irgendwo ein Camping-Site? Vielleicht noch ein bisschen Eich da an der Küste. Allerdings relativ schön flach. Was ist? Nee, ich hab nichts bestellt. Nee, ich hab nicht angerufen. Was da? Oh, ein Kannibal. Wo ist er denn jetzt? Komm, Schreier, jetzt komm ran hier. Ah, da. Also, wenn du mir zu nahe kommst und gefährlich wirst, ne, dann hau ich hier kaputt. Also, da kenne ich nichts. Ne? Bei Eingeborenen, da braucht man gar nicht erst versuchen, um den freundlich entgegenzukommen. Das funktioniert nicht. Direkt draufhauen. Was anderes machen sie mit einem auch nicht. Und selbst wenn sie einen kurzfristig freundlich entgegenkommen, 100 Jahre später meckern sie sowieso, dass alles schlecht war, was man für die getan hat. Also nee, niemals mit Wilden einlassen. Das funktioniert nicht. Oh, die Keule ist ziemlich präge. Macht aber gut Schaden. Ach, du bist eine Eidechse. Was huschen denn hier lauter Viechers an mir vorbei? Ja, verzieht euch. Lass mal erstmal hier Gesundheit auffrischen hier, dann ist so. Besser ist das. Die Keule haut mir zu langsam zu. Ich will nicht in die Höhle da geraten. Wo wir gerade drin waren, Kompass abholen. Kann ich auch. Blöde Antifanten. Ja, geh weg. Uha. Der hat gesessen. Ich geh weg. Damit, ich wollte gerade ins Inventar. Na gut, dann geht's jetzt in die Kriechhöhle. Da lacht die blöde Zicke. Mann. So, direkt Gewitterchen dabei. Das hatte ich auch noch nie. Dann wegschleifen direkt Gewitter dabei. Naja. Such ich bald eine andere Stelle. So, hast du davon. So, dann machen wir mal die Funzel an. Und dann richtig wunderschön. Greifen unsere Karoline wieder. Gib mir meine Karoline. So, da. Machen wir. So, da können wir uns freischneiden. Jetzt müssen wir wohl aufpassen. Die nächsten 2-3 Tage dürfen wir hier im Spiel nicht nochmal so überrannt werden. Ansonsten ist Game Over. Dann, da können wir Ida nicht mehr aus den Fängen der Kannibalen befreien. So, da wollte ich mich eigentlich noch dran noch. Aber das hat mich nicht ganz gefasst. Na gut, dann gebe ich hier auch hier in der Höhle nichts mehr abzuholen, weil wir ja vorhin schon hier drin waren. Warte mal, sei denn, Sprühdose könnte neu gespawnt sein. Schädel brauchen wir gerade nicht. Ja, da sind noch ein paar Flashlein. Ja, Sprühdose ist wieder neu da. Aber unsere ist noch voll. Wie sie die jetzt auch verwenden können, um dich da zu erwehren. So, das und der Strand mit unserer Provisori-Hütte.
ja, wie gesagt, so nah am Flugzeug oder beziehungsweise an dem Dorf wollen, weil ich denke, wir müssen in die Richtung. Guck mal hier, die Funzel weg, das Gas ist teuer, obwohl das ein magisches Feuerzeug, das hält ewig. Jo, hey, Daniel. Deine Ex-Naut brauche ich, das gibt nämlich adäquate Rüstung, gibt das nämlich. Außerdem schmeckst du ganz gut. Kein Nickel Heaven hier. Das wäre eine schöne flache Stelle. Aber wie man hören kann, ist ja auch schon wieder alles voll. Aua. Fängt ja schon wieder gut an. Ich mach weiß aus. Ich habe noch nicht genug Rüstung und Ausdauer und so und vernünftige Waffen oder um mich mit euch rumzuschlagen. Damit, hier ist das nächste Dorf. Da rennt auch schon wieder jemand rum. Ah, wir müssen weg von den Dörfern hier. Mann, was eine alte Zicke, ey. So, warte. So, hier schnell hier mal so ein Gesundheitsding hier reinpfeifen hier. So, und Energy-Riegel. Kann ich hier was zusammenbrutzen? Nee, wir haben mit einschickeriert. Das funktioniert nicht so großartig. Lass mal das kombinieren. Auf die 3, bitte schön. Da ist die 4 gewesen. Dammit. Hab ich da jetzt weggenommen? Nehmen wir mal einen. Nee, den Speer haben wir da gehabt. So. So. Muss auch Feuerzeug dabei nehmen. Siehst du, ja, da wunderschönen Flammenwerfer. Sweet, sweet, sweet. Das ist doch eine adäquate Verteidigung für den Anfang. Hätte auch mal eher dran denken können. Nochmal eine Eidechse. Dann von Anfang die mal zu plündern. Oh ja, der See beim Baum hier. Frischwasser. Ein paar Köfferchen, aber relativ nah an dem Dorf, wa? Oh, ist eigentlich eine nette Ecke hier. Oder doch lieber da unten. Da wird direkt das große Loch. Ich mag es hier oben. Ja, dann lass uns hier nochmal einnisten. Den großen Baum, den kann man auch nicht kaputt machen, weil das ist eigentlich ziemlich praktisch. Da, wo das Symbol von der Hütte ist, da bauen wir eine vernünftige Hütte hin. Jo, und dann können wir das hier schon abzäunen. So der Plan. Dann lass uns mal in die Planungsphase übergehen. Hier, so, hier, wo ist der Speer? Da ist der Speer. So, und hier wieder und plündern hier. Brauchen wir da Medizin und Co. So. Dann lass uns mal unser schlaues Büchlein befragen. Auf B drücken. So. Wir brauchen... Nee, Floß brauchen wir nicht mehr. Geh mal wieder zurück. Fallen, die kommen uns auch ganz genüsslich. Vor allem die ja, wegen Nahrung. Wir brauchen erstmal eine kleine Hütte. Nee, nicht selber bauen. Nicht mit Einzelsegmenten. Ich will so ein fertiges Ding haben. Erstmal so. Ausbauen können wir immer noch. Da, die kleine Blockhütte, die ist mir schon fast zu klein. Aber die große ist arschteuer. Nee. Lass uns eine große Blockhütte nehmen. Die ist doch um einiges angenehmer. I guess.
Da ist der Eingang, wa? Wo hast du denn die Fensterchen? Hast du nach hinten raus ein Fenster? Du hast nach hinten raus kein Fenster. Wir könnten dich auch mitten in den See parken. Oh, warte, dann gehen wir auf die Seite da. Turn, 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 turn. Langsam, 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 langsam. Stückchen noch, Stückchen noch, Stückchen noch. Noch ein Stückchen, so. So. Da. Müsst ihr dann aus dem Wasser raus? Hm. Ja, nee, das passt mir nicht so wirklich. So, so ist in Ordnung. Okay, so setze ich dich ab. Du brauchst wie viel? 96 Holzstämme. Ja, leck mich an der Söck. Da müssen wir wohl erstmal ein provisorisches Hütchen noch dabei stellen irgendwo. Bis wir das Ding fertig haben. So, hier so irgendwo. Da. Machen wir erstmal da so ein Provisori. So, dann braucht man natürlich wieder ein Lagerfeuer. Das können hier stehen. Ne, wenn die Hütte dann fertig ist, können wir das immer noch benutzen. Ja, ja, wunderbar. Dahin, wunderbar. Dann braucht man natürlich wieder Hasenkäfig, können wir später bauen. Brauchen wir einen Wassersammler? Ja, dann müssen wir nicht ganz viel abkochen, Mann. Dann ist halt schön morgens hier schön schon fertig. Ja, setzt da hin. Können wir schon direkt fertig bauen. So. Blumenbeete definitiv für später. Wenn wir mehr Ressourcen, Kräuter und sowas gesammelt haben. Aber ein Drying Rack, hier Trockenregal, können wir schön hier anbauen. So. So. Da ist eine Eidechse. Im Wasser. Damit, komm her. Lecker Echsenfleisch. Naja, gleich sollten wir erstmal anfangen, bevor wir hier weiter großartig groß machen. Einen Bogen bauen? Nicht da. Im Inventar. Aber wir haben sowieso noch keine Pfeile. Nee, genau. Bevor wir einen Bogen sowas angehen, sollten wir ein Vogelhäuschen aufhängen. Denn da kommen, hey, wie so ein Vogelhäuschen das so üblich hat, kommen Vögelchen angeflogen und lassen Federn zurück. Da, das Ding hier. Das müssten wir eigentlich hier an den festen Baum dran klatschen können. Hier, gucke mal. Da ist gut. Da, wunderbar. Da kostet auch nur einen Holzstamm und ein paar Äste. Das ist ganz, ganz billig. Gut, noch ist hier nichts fertig gebaut. Das heißt, wir könnten ja eigentlich erstmal... Ja, wir müssen ein bisschen an unserer Stärke arbeiten. Das heißt, ich wollte gerade sagen, wir könnten eigentlich mit Dynamit das hier umnatzen, aber... Nee, lass uns per Hand. Damit unsere Stärke und Ausdauer und sowas ein bisschen ausgebaut wird... So, Baum fällt. In den See. Das gab mindestens 15 Fische fürs Lagerfeuer. Mindestens. Nee, das funktioniert das leider nicht. So, die Baumstämmchen, Stümpfe, die kriegt man auch weg, indem man ein paar Mal drauf rumhackt. Oder halt wegsprengen. Geht auch. So, dann gucken wir mal wieder, dass wir das Provisorium fertig kriegen. Also den Unterstand, den Trockenregal und das Lagerfeuerchen und das Vogelhäuschen hier. Und dann haben wir das erstmal für diese Aufnahme. Dann kann ich bis zur nächsten Aufnahme, kann ich hier schon das, was wir hier im Blueprint fertig hingestellt haben, schon mal fertig bauen. Und dann können wir dann von da aus dann weitermachen. Ja, das ist doch mal ein Plan, ist das doch mal, ne? Ein paar Balken sind jetzt im Wasser drin. Wird schwierig, die da rauszuholen, aber das machen wir schon irgendwie... Hier haben wir hier schöne Aussicht. Das ist doch toll. Wer mag denn keine gut schönen Aussichten haben? Sweet, 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 sweet. Komme ich auch von dem Hang gut runter? Irgendwie nicht, wa? Das ist weniger schön. Da müssen wir jedes Mal durch das Dorf. Naja. Momentan zumindest. Langfristig können wir uns eine Treppe oder sowas bauen. Oder eine Seilbahn. Müssen wir so bauen. Das ist ja schon fast Pflicht, ist das ja schon.
Können doch keine Wii. Seilbahn. Können wir doch nicht weglassen. Das funktioniert nicht. Wir müssen eine Wii Seilbahn bauen. Definitiv. Mein Charlotte kann auch ein bisschen noch mit den Kannibalen auskommen. Also die tun der Charlotte schon nichts. Das ist, die wird da schon ganz sicher sein. Ansonsten, aber eh nicht blutsverwandt, also was soll's. Bisschen Schwund ist immer. So, das Ding ist auch fertig. Können wir schon mal hier ein bisschen Holzstämme reindrücken. Und ich darf Fisch aufhängen. Ja. Ich habe irgendwo einen Fisch gefangen. Oder sieht schon ziemlich verdorben aus. Lass mal gucken. Bist du noch gut? Du bist noch frischer Fisch. So. Wäre cool, wenn ich direkt noch ein bisschen mehr Fisch abkriegen könnte hier. Eben gerade schon. Hier ist doch knapp daneben auch. Weil ich bin zu tief ins Wasser rein. Hier, bist zu weit weg. Kommt doch keiner mehr dran. Ne? So angelt man übrigens im Spiel. Eine richtige Angelroute gibt es, glaube ich, nicht, meines Wissens nach. Ihr müsst schon weiter ans Ufer kommen hier, sonst komme ich da nicht dran, komme ich da nicht. Bin da eigentlich noch drin, ne? Achso, ist mit Silhouette gewesen. So, den Stamm, den kann ich ja nicht wirklich aufheben. Den kann ich zwar eh dran drücken, aber dann den nehme ich nicht wirklich mit auf die Schulter. Weil im Wasser geht das nicht. Kannst du wenigstens mit dem Poddy rausdrücken. Naja, aber es wird langsam dunkel hier. Dann lass uns mal ein Lagerfeuer anmachen. Das ist ja ein super tolles Lagerfeuer. Voll an der Schräglage in der Pfütze hier. Never mind. So. Ja, lass schön Federchen da, liebes Vögelchen. Ja, dann würde ich sagen, dann lass uns jetzt mal hier schön die C-Button drücken und gucken, wo wir den speichern. Speicherstand Nummer 4. Das wird unser. Alles klar. Wunderprächtig, wunderschön. Ja, und in der nächsten Folge können wir dann hier weitermachen. Wie gesagt, ich kümmere mich jetzt noch ein bisschen um den Ausbau dieser Schematik hier, ja, der provisorischen Hütte da in der Pfütze. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, dass euch dieses Warm-up für den zweiten Teil, der bald rauskommt, jetzt Spaß macht. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin würde ich sagen, haut da rein, gebt da Gas und habt da Spaß und lasst einen Vogel auf eurer Hand sitzen. Warum auch nicht.